Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich dachte ja, wir können jetzt ganz einfach mit der Story weitermachen, aber da habe ich mich vertan. Es fehlen noch ein paar Herzteile. Und zwar werden wir hier erstmal angeln. Nun, willst du für 20 Rubine angeln? Oh nein, dir fehlt ein Rumble Pack. Oh, habe ich das schon erklärt, was es ist? Damit würdest du spüren, wenn ein Fisch am Haken ist. Pech für dich. Geh zum Rand des Sees und drücke Z. Muss ich das nochmal? Nee. Also, ich muss, glaube ich, einen Fisch angeln, der mehr wie 6 Pfund liegt. Wiegt. Petri Heil. So. Das Rumble Pack war... Ja, das konnte man in den N64-Controller, glaube ich, reinstecken. Und es war halt, wie es jetzt in jedem Controller so verbaut ist, die Funktion, dass es dann halt so vibriert hat. So, was kann ich jetzt hier machen? Ich kann so zurück oder so einholen. Ich sehe momentan noch keine Fische. Ich kann immer anvisieren, dann sehe ich, wo Fische sind. So, hier ist es zum Beispiel einer. Und dann muss ich den ganz einfach herausziehen. So, bisschen diese Ansicht und dann... Oh, komm wieder. So. Und dann habe ich ihn herausgezogen und dann sagt er mir gleich, was der ungefähr wiegt. 3 Pfund. Nein. Ich brauche einen schwereren Fisch. So, wir werfen unsere Angel gleich wieder aus. Das müsste eigentlich ein Herzteil geben, soweit ich weiß. Ja, komm, mach. Wo ist denn da ein Fischi? Irgendwo ist ein Fisch. Da war wohl nirgends ein Fisch. Ich komme immer weit ins Wasser rein, das will ich gar nicht. Der sieht gut aus, der Fisch. Ich will den haben. Ich will den haben. Wo ist denn der? So, dann ziehe ich die Angel halt wieder ein. Damit kann man halt recht ewig verbringen eigentlich. Das... Wie fällt der Link eigentlich noch rein? Da sollte man halt ein bisschen Glück eigentlich halt einfach haben. Aber das ist mir jetzt nicht so gewährt. Und ich sehe auch ein bisschen schlecht, ob da Fische sind oder nicht. Sehr schlecht sogar. Und ja, danke Navi, dass du mir hilfst, aber irgendwie ist deine Hilfe keine große Hilfe. Ich laufe mal ein bisschen woanders hin. Da hier ein bisschen ins Schilf. Wunderbar. Komm her, du Fisch. Jetzt sehe ich mal einen. So, ich weiß allerdings nicht, wie der größte aussieht. Darum habe ich keinen Plan, was da groß und was nicht groß ist. Los. Ich glaube, ich kann auch nicht mehr drücken. Ich drücke einfach zurück und ah. Das hat bisher eigentlich immer funktioniert. Irgendwann ist er ja dann bei mir. Der Fisch, auch wenn er sich immer wieder ein bisschen befreit. Ah, jetzt komm her, Fisch. Ja, ja, ja. Aber der sieht doch groß aus, oder? Wow, das ist ja ein echter Brocken. Tatsächlich, er wiegt 10 Pfund. Willst du ihn behalten? Ja, Logo, hallo, ein 10 Pfund Fisch.
Das ist ja praktisch Pflicht. So, den juckt's ja irgendwie hier die ganze Zeit. Der kratzt sich die ganze Zeit unter den Achseln. So, reden wir mal mit dem. Was möchtest du? Wiege mein Fisch. Lass uns ein wenig reden. Mir reicht's. Wiege mein Fisch. Wow! Das ist ja ein Prachtkerl. Sieht ganz nach einem neuen Rekord aus. Er wiegt mindestens 10 Pfund. Okay, das hier ist dein Preis. Yeah! Herzteil erhalten. Wunderbar, wunderbar, wunderbärchen. Gut, das war's hier. Ich glaube, wir können hier raus. Hey, hey, du kannst die Angel doch nicht einfach mitnehmen. Wenn du aufhören willst, dann bring sie zum Angelverleih zurück. Ganz im Ernst. Ach so. Ja, das war ich. Das ist wunderschön. Ich will eigentlich, was soll ich mit dem Typ schon reden? So ein Oller. Oller Angelheili. Angelhai nie hier. Also ich habe nichts gegen Angler, aber ja. Wir sollen wiederkommen, wenn wir älter sind. Ich habe nichts gegen Angler, aber der Typ ist komisch. So, ich beschleunige gerade mal ganz kurz. Denn wir müssen hier raus. Denn hier ist, glaube ich, einfach gleich ein Herzteil versteckt. Da muss ich hier gar nicht groß schneiden. Das wäre doch wunderbar. So. Ja, das Rumble Pack, das schlägt ja auch immer der Stein und... Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das Item? Hier der Stein des Wissens sollte da auch eigentlich anschlagen. Tut er aber nicht. Also ich meine, der vibriert auch. Ich habe aber irgendwie halt nicht Rumble Pack eingestellt. Und ja, ist ja jetzt erstmal irgendwie auch egal. So, wie kann ich den überhaupt dann besiegen ohne mein anderes Schild? Geht das? Komm raus. Komm raus. Okay. Dann müssen wir zu anderen Mitteln greifen. Los. So. Ich bin bezwungen. Verschone mich. Und ich werde dir ein Herzteil zum Kauf einbieten. Ein Stück kostet 10 Rubine. Nee, oder? Ups. Dann verschwinde ich besser. Das ist jetzt natürlich doof. Aber ich glaube, das ist nicht mal schlimm. Wir haben doch hier, glaube ich, gleich um die Ecke was ich euch eh auch noch zeigen wollte. Und zwar ist hier ein Hole. Ein relativ unwichtiges Hole, aber wenn wir gerade schon mal hier sind und das Geld, das man hier bekommt, brauchen können, dann nehmen wir es auch mit. 5 Rubis. Dann haben wir genug Geld für das Herzteil. Kommt hier. Oh, auch noch ein paar Rubies. Ja, ich habe so wenig, weil ich habe wieder Erbsen eingekauft. Ich glaube, mir fehlen gar nicht mehr so viel. Dann habe ich alles gekauft. Das sind so Nebensachen, die werdet ihr nicht groß mitkriegen. Das mache ich einfach immer so. Da muss das Loch hin. Die mache ich einfach immer so offscreen. Das juckt ja keinen. Bin ich jetzt falsch oder habe ich jetzt irgendwie falsch weggesprengt oder so? Und warum bin ich... Nein! Ah, da. Wieso bin ich nicht gleich über den Zaun rechts? Ich dachte, da ist auch einer, wo man mit dem Pferd drüber springen muss. So, da ist wieder der. Jetzt müssen wir wieder gegen den kämpfen. Ich wollte ihn nicht... Ach nee. Hä?
So, okay. Das war gerade irgendwie fail, dass immer Navi sich da aufgemacht hat. So, ja. Hab Dank. So. Dann haben wir ein weiteres Herzteil. Und ja, dann... Genau, der schenkt uns noch Rubies. Und dann sehen wir uns beim nächsten. Bis gleich. Hallo. Oh. Habe ich gleich schon mal den Boomerang geworfen. Wir sind hier beim nächsten Herzteil. Und werden mal versuchen, uns das hier zu ergattern. Allerdings ist das nicht so einfach. Ich glaube, man kann es sich auch später oder so noch holen. Aber wir probieren das jetzt einfach gleich schon mal hier mit Boomerang und so. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber ich liebe diese Musik hier. Sie ist so episch. Und irgendwie muss ich näher hin, weil es fliegt der Boomerang voll daran vorbei. Das wäre doch mies. Das wäre doch mies. Oh, fail. Hey. Zu hoch. Ah, das ist hier so ein... So eine Kugel vor. Ja. Ich wäre wahrscheinlich jetzt genau immer genau gleich. Nein. Mann, Navi. Ich will doch nur das Herzteil. Und da habe ich es. Und dann nehmen wir es auch. Finde noch ein Herzteil, dann erhöht sich deine Energieleiste um einen Herzcontainer. Das werden wir so gleich machen, aber ich glaube, vorher habe ich noch eine Skulltula vergessen. Die können wir gerade auch noch taken, wenn wir gerade schon mal... Ja gut, wir haben sogar Nacht. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich weiß gar nicht, warum wir die vergessen haben. Das ist eigentlich eine relativ einfache, meiner Meinung nach. Oder habe ich mich da vertan? Doch, habe ich mich nicht vertan. Da ist nämlich noch eine. Dachte, die hätten wir, aber nein, nein. Dem ist nicht so. Doch. Jetzt haben wir sie. So, und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Herzteil. Bis gleich. So, wir sind gerade noch mal hier im Todeskrater. Die Zeit läuft. Die Uhr tickt praktisch. Und wir werden uns das Herzteil hier krallen. Was natürlich wunderschön ist. Wir haben jetzt übrigens auch ein Herzchen mehr. Nein, geht auch runter. Genau. Und dann wieder hoch. Jetzt müssen wir ja gucken, dass wir rechtzeitig rauskommen. Das wird jetzt knapp. Das kann ich sterben. Wir da instant oder werden da nur Herzen? Herzen verlieren wir halt nicht so episch. Wir gehen da tatsächlich Game Over. Aber zum Glück haben wir eine Fee dabei. Das ist doch gut. Da werde ich mir wieder eine Fee besorgen müssen. Sowas. Na gut, hinaus mit uns. Wie ist denn das? Was für eine Art von Feenquelle haben wir hier? Haben wir... Okay, wir haben so eine Art von Feenquelle. Das ist doof. Ich hätte gerne die andere gehabt. Na gut, sprechen wir mal mit dir. Du kannst uns nämlich nach unten bringen. Da wollen wir nämlich hin.
Yeah, genießt nochmal die wunderschöne Aussicht. Der Gerone dreht sich auf der Stelle, kann das sein? Weil, ja, wir müssen von da oben fliegen, weil es geht darum, wo wir rauskommen. Und zwar kommen wir in Kakariko raus, und zwar auf einem bestimmten Haus. Und zwar hier. Nein! So. So, wunderbar, hier. Und dann ist hier doch irgendwo genau ein Loch in der Wand. Wo wir ein Herzteil finden. Gut, dann sehen wir es gleich beim nächsten. Ja, wir sind hier in Kakariko. Ja, wir sind auf dem Marktplatz. Und wir werden hier das hier machen. Das müsste, glaube ich, inzwischen gehen. Oh, was? Hey, ein Kunde. Willkommen auf der bombigen Minenbowlingbahn. Was man hier gewinnt? Das bleibt zunächst mein Geheimnis. Ich verrate es erst, wenn du für das Spiel bezahlt hast. Ein Spiel kostet 30 Rubies. Willst du? Claro. Okay. Ziele auf das Loch in der Mitte und schicke eine Krabbelmine los. Du hast 10 Versuche. Fertig? Los geht's. Oh, das hätte ich fast vergessen. Hier, das kannst du gewinnen. Was? What the fuck? Ja, machen wir halt jetzt mal das. Okay. Ich dachte eigentlich, hier kann man ein Herz gewinnen, aber das sieht nach Bombentasche oder so aus, wie ich jetzt nicht das ein. Ach ja. Wunderbärchen. Oh, das Huhn. Ah, das Huhn geht weg. Wunderbar, dann trifft das doch bestimmt auch. Ja. So. Wenn ich jetzt einmal mal knallhart so stehen bleibe und hoffe, dass nichts in der Mitte steht. Ah, dieses fette Huhn. Ich sollte meine Minen, glaube ich, nicht so verschwenden. Das wäre, glaube ich, ganz schlau. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Was ist das? Bombentasche? Sowas, oder? Oder Geldbörse? Große Bombentasche! Jetzt kannst du insgesamt 30 Bomben tragen. Das ist eigentlich ganz nice. Willst du nochmal spielen? Oh, das hätte ich fast vergessen. Das hier kannst du gewinnen. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich war mir sicher, dass man hier eigentlich ein Herzteil gewinnen kann. Habe ich das etwa schon gemacht? Das wäre ja grauenvoll hier. Oder ist das random? Oh Gott, woher weiß ich nicht, wie ich mich da hinstellen soll? Ich glaube, das war schon fast wieder zu viel. Oh, fuck. Das ist nicht so einfach. Wenn das nicht mehr in der Mitte ist, dann ist das echt nicht so einfach. Und... ja, okay. Aber ich habe nur noch einen Versuch, also das heißt, das nächste muss wahrscheinlich auf den ersten passen. Und das ist natürlich wieder das. Also da muss ich jetzt Glück haben. Sehr viel Glück. Wobei wir eh nichts gewinnen. Wir gewinnen nur Geld, um noch weitere zu versuchen. Nein, fick dich, fettes Huhn. Oh, das sieht doch gut aus. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen.
Was sind das? 50? So. Willst du nochmal spielen? Also ich habe das schon vorprobiert, da gibt's ein Herzteil zu gewinnen. Aha, jetzt kann ich nochmal was anderes gewinnen. Ich mache das jetzt einfach gerade echt mal ein paar Mal. Weil das erscheint mir echt random. Zu sein. Und nicht, dass ich hier jetzt dann noch ein Herzteil verpasse. Oh, das sieht doch gleich auf One-Hit gut aus. One-Hit. Also halt das erste Mal, meine ich. Und jetzt wieder das, okay. Doofes Huhn, geh weg. Geh weg, du Huhn. Und jetzt ist das ein Weg. Und das Huhn soll sich auf jeden Fall verpissen. Oh. Wenn das doofe Huhn nicht wäre, dann wäre das Rätsel hier nicht schwer. Herzlichen Glückwunsch. Und wir kriegen somit ja ein neues Item. Wir haben sie ja jetzt schon gesehen. Die Krabbelminen aber noch nicht gebraucht. Und jetzt bekommen wir sie als Item. Die Krabbelminen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich mach nochmal mit, ja. Jetzt, seht ihr? Ich hab's doch gewusst. Dann bin ich ja mal froh, dass ich das, dass ich ein paar Mal gespielt habe. Sonst hätte ich womöglich gleich noch das Herzteil hier mitgenommen und ja, hätte dann die ganzen anderen schönen Sachen gar nicht bemerkt. Okay. Ich probiere das nochmal so, dass da nicht so schlecht ist. Ah, das sieht wunderbar aus. Und dann natürlich wieder mittig. La 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 la. Und das trifft auch. Und dann haben wir das Herzteil gewonnen, gewonnen, gewonnen. Herzteil. Jo. Dann muss ich jetzt gerade mal... Nee, jetzt nicht nochmal. Gerade mal abchecken, was ich eigentlich noch so tun kann, was ich noch tun sollte, tun muss. Und dann sehen wir uns. Bis gleich. So, ich weiß, der Part hat inzwischen Überlänge, aber es geht noch weiter. Ich will das einfach, na, das meiste abgehakt haben. So, erstmal, ich habe jetzt alle Wundererbsen. Ich habe gerade noch ein bisschen Geld gesammelt und ja, habe jetzt mal alles gekauft, was da ging. Und ja, ist aufgefallen, ich... Ja, erstmal musste er jetzt noch seine Sätze zugeben. Mann, ist mir langweilig. Es wäre bestimmt spannender, wenn hier mehr los wäre. Hey. Das bleibt unter uns, klar? Egal. Vielleicht können wir ja etwas Dampf ablassen, indem wir ein paar Krüge zerschlagen. Stelle dich da... Ach ja, okay, da erklärt man das. Nein. Ja, und zwar scheine ich die einfachsten Skulltulas zu vergessen. Nehmen wir sie doch mit. Wie viel haben wir denn eigentlich inzwischen? Oha, okay, immerhin. So, und dann, ja, wenn wir natürlich schon mal hier sind. Was ist schon gegen Rubine einzuwenden? So. Wir haben ja die große Wirbelattacke, da können wir ganz schön viele Krüge mitnehmen. Kling, kling, kling. Ja, an sich haben wir es ja geblickt. Ja, kann ich die nicht zerstören? Nein, nicht hoch, Link. Nein. Fick dich.
Nö, scheint nicht zu gehen. So. Ja, okay. Scheiß auf die Krüge. Bis gleich. So, na gut, jetzt noch zu was, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, wie es funktioniert. Ich bin Brian, das musikalische Vogelscheuchengenie. Wenn ich ein Lied einmal gehört habe, vergesse ich es nie mehr, Süßer. Wow, du hast eine Ocarina. Hey, warum flötest du mir nicht was vor, Süßer? Ich weiß ja nicht, warum eine Vogelscheuche so uns Süßer sagt, aber... Ich weiß gar nicht, geht das so? Nee, so geht's nicht. Naja, das Lied kann ich, an dieses Lied kann ich mich nicht erinnern, Süßer. Warum, weiß ich auch nicht. Ja, wir haben's geblickt. Unten. Hallo? Achso. Ich glaub, so geht's. Naja, nicht so schlecht. Ich werde die Melodie im Kopf behalten. Ich kann mir doch höchstens 8 Noten merken. Also, für heute lass gut sein, Süßer. So, ich habe keine Ahnung, was der da oben machen kann, aber ich glaube, mit dem können wir praktisch unsere Melodie einspeichern. Ich bin Blatzack, die Vogelscheuche. Ich wünschte, ich könnte reisen und umherstreifen, Lieder zu hören. Aber ich stecke hier fest. So, ich glaube, das ist wie gesagt zum Melodie merken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und jetzt einfach B drücken. Eine wunderschöne Melodie. Sie geht richtig ans Herz. Was die Vogelscheuchen-Polka bringt, werdet ihr, denke ich, noch sehen. Und ja, ich würde mal sagen, egal wie viel wir als Kind noch machen müssen, wir können das auch noch danach erledigen. Im nächsten Part geht's auf jeden Fall weiter in der Story. Wir werden in die Zitadelle der Zeit gehen. Ja, oh, die Maus ist übrigens unten im Bild. Tut mir leid. Bis dann, Leute. Ciao. Jo, Leute, kleiner Anhang noch. Das war unnötig. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Und zwar das. Hier ist noch ein kleines, naja, unnötiges Loch. Wo man seine Milch auffüllen könnte, glaube ich. Hier will ich nämlich das machen. Ich vergesse mal ganz, dass wir das schon haben. Ja, so ein Stein. Da kann ich euch gerade mal noch was zeigen. Ich glaube, das war mit der Maske. Müssen wir das? Okay, ja, das ist die ganz normale Uhrzeit. Das wissen wir. Nein, ich weiß es doch. Ich glaube, ich kann das mit den Statuen kann ich das lesen, genau. Da du nun die Maske trägst, beginnt die Statue mit dir zu sprechen. Höre ihre Worte. Man erzählt sich, es gäbe Schalter, die man mit der Wirbelattacke des Schwerts aktivieren könne. Ja, gibt es. Und ja, was heißt unnötig? Mir fällt auf. There is a golden Skulltula. Ich hoffe, ihr hört den Ton übrigens nicht doppelt, weil ich habe jetzt keine Kopfhörer mehr auf. Dann killen wir die gerade mal. Hui. Nein. Du hast deine goldene Skulltula entdeckt. Ja, da wäre noch eine Kuh. Die hier Gras frisst, das hier unten wächst. Warum auch immer da unten eine Kuh ist. Was hier noch? Oh, fuck. Eine Spinne, gegen die ich zu dumm bin zu kämpfen. Den Gegner hatten wir jetzt halt schon lange nicht mehr. Na gut, okay. Ich wollte euch nur das Loch hier noch gezeigt haben. Ist hier noch was? Nein. Gut. Dann jetzt aber tatsächlich. Tschüss. Tschüss.
Kennst du das, was mich bringt und was?